Willkommen zurück zu Super Mario, die letzte Tutorial Super Mario. Yeah! Diesmal geht es weiter mit meinem zweiten Level, was ich gemacht habe, und es ist schon ein bisschen kniffliger. Aber eigentlich auch im Grunde machbar. Es ist im Super Mario Bros. U Style gemacht. Und ist eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Wir machen es einfach mal. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Nennt sich eigentlich einfach. Gut, falsch geschrieben. Eigentlich mit. So, diesmal ohne Scrolling. Man muss ja erstmal hier drauf auf diese Steine. Und jetzt muss man aufpassen. Jetzt muss man schnell sein. Weil ich zeige euch das jetzt mal. Huppa! Zack! So, seht ihr? Und jetzt kommen wir quasi nicht mehr wirklich zurück. Wir können zwar noch auf diesen einen Block da hinten drauf, aber naja, es ist nicht zu empfehlen, weil jetzt ist es wichtig, weil jetzt, hier gibt es nämlich zwei versteckte Sachen. Ein wichtiges und ein eher, naja, ein kleines Hilfs-Item, sage ich jetzt mal. Das Hilfs-Item befindet sich hier. Und zwar habe ich hier euch einfach mal einen Pilz versteckt. Für den Fall, dass ihr quasi mal getroffen werdet nachher beim besten Dings. Und hier haben wir das wichtige Item, was gebraucht wird, um weiterzukommen. Zack. Ja, da. Wir nehmen es. Springen hier rüber. Man sieht quasi schon, um was es eigentlich geht. Guck mal, da oben fliegt ein Paragooper. Und wir müssen jetzt hier diesen Dings absetzen. Jetzt heißt es schnell sein. Also quasi, oder flott. Also quasi, man muss gut den Wandsprung beherrschen. Wir springen jetzt quasi auf diese Federung. Zack. 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 Und dran. Und so. Und dann hier. Zack. Man muss quasi diesen Drehsprung in der Luft benutzen, um überhaupt hier rüber zu kommen. Weil ohne klappt das nicht. Und man muss den Paracooper benutzen, um quasi hier den Schwung zu holen, um quasi hier rüber zu kommen. Und jetzt ist es wichtig, müssen wir, um weiterzukommen, müssen wir so spät wie möglich abspringen. Also quasi richtig spät, so spät es geht, abspringen. Mit Drehsprung dann auch benutzen im Endeffekt. Mal sehen, ob ich es beim ersten Mal schaffe. Hoppa, zack. Na, wie gesagt, man hat gesehen, ich habe es nicht beim ersten Mal geschafft. Es muss quasi eigentlich im Grunde flott gehen. Zack, hoppa. Na, man sieht, es ist nicht auf Anhieb machbar, aber eigentlich ist es im Grunde machbar. Ich habe es vorhin auch beim ersten Mal geschafft. Also im Grunde eigentlich auch, wer Kaizo gespielt hat, ist, Leute, wer Kaizo gespielt hat, für den ist eigentlich das hier eigentlich so selbst einfach nur einfach. Das ist eigentlich ein Witz. Wie gesagt, das ist erst mein zweites Level gemacht, was ich gemacht hatte. Ja, zack. Ah, shit. Ich weiß jetzt nicht, ob die Koopa irgendwann zurückkommt oder was, aber egal, ich habe es einfach mal so gemacht. Ich wollte jetzt mal eigentlich probieren, ob er zurückkommt, aber naja, ist ja egal. Weil wichtig ist halt quasi, dass wir hier diese Dings holen, diese Federung. Und diese dann hier benutzen quasi, um hier rüber zu kommen. Und jetzt müssen wir mit Vollgas. Jetzt bin ich wieder zu spät abgesprungen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja, und jetzt wird es knifflig. Weil wir müssen jetzt im Grunde auf diesen Münzen da landen. Und das machen wir einfach, weil ich habe hier war das, glaube ich, nee, hier war das, habe ich was versteckt. Nämlich mit einem Invisible Coin Block habe ich einen P-Switch versteckt. Den man jetzt quasi hier nehmen muss, runterlassen muss und drauf halt. Und jetzt wird es einfach. Einfach so zack, zack, zack. Hoppa, zack. Aber mit dem Drehsprung muss man das quasi machen hier. Sonst kommst du hier, glaube ich, auch nicht. Ich habe es nicht probiert, ob das hier auch ohne Drehsprung funktioniert, aber auf jeden Fall am besten mit Drehsprung, da ist es ganz sicher, dass er darüber kommt. Wenn er den Teil geschafft hat, dann ist das eigentlich recht einfach. So ungefähr. So läuft quasi Level 2 ab, wenn man so will. Nennt sich eigentlich einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich hab da einen Reibfehler reingebracht. Ich weiß es jetzt nicht. Ist aber im Grunde eigentlich auch egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Das war's hier auch schon wieder, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.